Weiter geht's in der Stadt, wo wir letztes Mal stehen geblieben sind, nach dem ausführlichen Gespräch in diesem Hotel mit der Erbin der Stadt. Und gucken wir mal, was wir heute hier so finden. Das muss ein Planwagen gewesen sein, da er eine Art Eisenbögen an den Kanten hat. Und noch weitere Bögen derselben Art auf beiden Seiten des Wagens. Ich vermute, dass man die Ware mit Riemen festgezurrt hat. So war sie während der Fahrt gesichert. Ja, mal gucken, ob wir den noch irgendwann brauchen. Geht nur... Was kann man da? Den Karren hinaufgehen? Der Riemen scheint stark und ziemlich lang zu sein. Kann ich den irgendwie mitnehmen? Wahrscheinlich noch nicht. Oder vielleicht auch nie. Sheriffbüro. Da gehen wir mal rein. Gucken, was uns da erwartet. Mal sehen. Dort am Ende sehe ich eine Gefängniszelle. Und ich kann es nicht glauben. Aber das ist... Eine Leiche? Unglaublich. Der Mann muss seit mehr als 100 Jahren hier drin verrotten. Unangenehmes Schicksal, würde ich sagen. Was haben wir hier? Betrachte Brennholz. Alles mal einsacken. Ich weiß noch nicht, wofür das gut sein soll. Jedenfalls kein... In Ordnung. Ich glaube aber nicht, dass sie benötigt werden, um den Ofen anzuzünden. Es sind 5 große Holzscheite. Sie könnten nützlich sein. Ich kann mich nicht daran erinnern... Wofür das war. Wollen wir mal gucken. Jetzt haben wir eine betrachtete Zelle. Ich frage mich, ob der arme Kerl hier gestorben ist oder ob er schon tot war, als er in die Zelle gesteckt wurde. Ja, den haben sie bestimmt vergessen und ist er verhungert. Haben wir hier noch was? Nur Zelle, Zelle? Noch ein Spruch dazu? Ich frage mich, ob... Ne. So, Brennholz haben wir hier gefunden. Jetzt gehen wir mal vorsichtig nach vorne. Gibt's hier was? Da sind... Okay, die Steckbriefe. Da hängen noch einige Plakate von der Sorte Tot oder Lebendig, auf denen man damals eine Belohnung für die Ergreifung der Banditen ausrief. Kann man auch nichts nehmen, wahrscheinlich. Ich bin kein Kopfgeldjäger. Und selbst wenn, fürchte ich, dass jede dieser Gestalten schon mehr als ein Jahrhundert unter der Erde liegt. Was haben wir denn hier noch? Ein kaputter Hut, ein paar alte Zeitungsblätter und eine Öllampe. Nichts, was nützlich sein könnte. Okay. Gut, bei der Lampe hätte ich jetzt gesagt, die ist vielleicht nützlich, aber... Nichts davon ent... Gut. Das sind keine Waffen, nur eine Absperrkette. Geht nicht. Sie ist am Schrank befestigt. Wie auch immer. Ich glaube nicht, dass ich sie gebrauchen kann. Okay, dann nicht. Sonst haben wir hier nichts. Gehen wir mal raus, gehen wir mal weiter. Vielleicht waren das nur die Holzscheite. So. Schnapsladen. Können wir mal gucken, aber... Ich meine, man musste hier irgendwie erst in die Bank und dann in den Schnapsladen. Bin mir nicht ganz sicher mehr, aber doch irgendwie... Ist egal. Ich meine Bank, die sieht so kaputt aus irgendwie. Hat man die weggesprengt? Gott, was war hier los? Von der Bank ist wirklich nicht mehr viel übrig. Als der entgleiste, überrollte er die Bank im wahrsten Sinne des Wortes und hinterließ ein Bild der Zerstörung. Ach ja, richtig, da ist ja der Zug durchgeballert. Stimmt, das haben sie beim letzten Mal oder in der letzten Folge ja gesagt. Was haben wir hier? Betrachterregal. Was steht da? Alles ist ziemlich heruntergekommen. Ich sehe nur alte Papiere und Staub. Na gut, und auch noch dieses Metallobjekt dort unten. Ich weiß nicht, worum es sich handelt. Es scheint in gutem Zustand zu sein, trotz der langen Zeit, die es dort gelegen hat. In Ordnung. Ich werde es mitnehmen. Es sieht wie ein Tacker aus.
Etwas grob gearbeitet, aber zweifellos ein Tacker aus dem 19. Jahrhundert. Ich nehme auch die Klammern mit, die neben dem Tacker liegen. Sie sehen den Nieten sehr ähnlich, die von Schustern benutzt werden. Okay, was haben wir denn sonst noch hier? Hier ist nichts mehr. Ja, gut, betrachte Regal, aber ich glaube, da kommt nichts. Nichts Interessantes. Nur Staub und alte Papiere. So, wo sieht's denn hier noch nach Gegenständen aus? Richtung, Richtung, Richtung. Was hat er hier noch? Am Tisch. Ach ja, okay. Optisch fällt mir jetzt das auf, dass das richtig ein Tisch ist. Dachte erst gerade, das wäre hier so ein kleines Gebäude und Dach. Aber das ist natürlich Quatsch. Ich wette, das war der Tisch von J.T. Douglas. So, können wir hier was nehmen? Ich wette, das war... B.D. Bank von Douglasville, schätze ich. So, viel mehr scheint sie nicht zu geben. Ist ja alles kaputt. Ach, das Sofa kann man noch angucken. Es ist ziemlich alt, aber wahrscheinlich könnte man es noch reparieren. Lieber nicht. Die Beine sind kaputt und würden das Gewicht nicht tragen. Na gut, ich überlege mir dann mal, wo es für mich weitergeht. Schauen wir mal. Ja, vielleicht der Schnapsladen, obwohl, ich glaube, so wichtig war der auch nicht. Ich habe auf der Straße hier noch einen Saloon gefunden. Da gehe ich jetzt erstmal rein, bevor ich in diesen Liquor Store latsche. Mal gucken. Saloon klingt doch cool. Gut. Treten wir in bester Clint Eastwood-Manier auf. Das Glas ist halb zersplittert, aber man kann darauf noch Saloon lesen. Wow, was ist das denn? Ein automatisches System zum Öffnen der Tür. Und da sagt noch einer, dass der Westen wild war. Sieh mal an. Das ist ja ein botanischer Garten. Eieieiei, ist das Ding vollgestopft. Das sieht aber auch eher so aus, als wenn da ganz bestimmte botanische Dinge angebaut werden. Was haben wir denn hier alles? Nix. Hier war doch, ne? Ah. Nichts anwählbar. Verrückt, dabei ist es so voll. Okay, aber hübsch gemalt. Obere Etage, gut, da gehe ich jetzt mal noch nicht hin. Ein Geländerknauf. Die Form erinnert mich an eine Artischocke. Okay, kann man das nehmen? Unmöglich. Es besteht aus einem Teil, man kann es nicht trennen. Ah, ein Blumentopf. Es ist Erde drin, aber man hat wohl nichts eingepflanzt. In Ordnung. Vielleicht finde ich etwas, das ich dort einpflanzen kann. Bin mir noch nicht so ganz klar, worauf das hier hinausläuft. Einer dieser Zwergbäume, die neuerdings in Mode gekommen sind. Ich glaube, die kommen aus Japan. Was haben wir denn hier noch? Eine Kammer. Okay. Hier geht nichts. Kann den nehmen. Er gefällt mir. Aber ich glaube, dass seine Pflege großen Aufwand und viel Mühe erfordert. Gut, wir lassen ihn lieber, wo er ist. Ich kann ihn jetzt nicht so pflegen, wie er es braucht. Den will ich also nicht. Kann man die Gießkanne mitnehmen? Nein. Ich mag Blumen auch, aber jetzt habe ich keine Zeit zum Blumengießen. So eine Pflanze habe ich mal im Film gesehen. Es war eine fleischfressende Pflanze. Aufhören, aufhören! Ich traue dieser Pflanze nicht über den Weg. Eher würde ich einem wütenden Rottweiler den Kopf kraulen. Das war Little Shop of Horrors, glaube ich, der Film. Jedes Mal, wenn ich sie ansehe, habe ich das Gefühl, dass sie gleich tanzen und singen wird. Hat sie nicht gerade Fütter mich gesagt? Gut, dann gucken wir mal bei der Kammer. Sehen wir mal, was wir da drinnen finden.
Das ist eine Art Lagerraum, voll mit Werkzeug für die Gartenarbeit. Samen, chemische Produkte, halt der übliche Kram. Ja, kann ich mir das nicht angucken? Also ich meine, irgendwas finden? Mal sehen. Ja, die Schere könnte uns noch nützlich sein. Was zu tun? Die Lederbänder abschneiden? Gehen wir mal hoch. Hey, hallo mein Freund. Hallo, wer bist du? Ich heiße Brian. Brian Basco. Ich bin Kevin, aber alle nennen mich Saturn. Sehr angenehm, BB. BB? Ich habe es erraten, wie? Ich wusste sofort, dass man dich BB nennt. Bei deinem Namen ist es ja fast logisch. Wenn ich ehrlich bin, hat mich bis jetzt niemand so gen... Erzähl mal, BB. Wirst du auch hierher ziehen? Hast du schon mit Sushi darüber geredet? Welche Art Künstler bist du? Nein, nein. Ich habe nicht vor, hier zu bleiben. Ich bin nur auf der Durchreise. Ach, das ist aber ungewöhnlich, weißt du? Ich meine nur, dass es nicht viele Leute gibt, die hier vorbeifahren. Ich versuche, die Reste eines Hopi-Dorfes zu finden. Weißt du etwas darüber? Das uralte Indianerdorf? Ja, ich habe davon gehört. Hast du eine Ahnung, an welchem Ort es genau lag? Ehrlich gesagt, nein. Und das ist wirklich seltsam, weil ich die Gegend sehr gut kenne. Oft mache ich kleine Expeditionen, um Rohmaterial für meine Kreationen zu finden. Aber nie bin ich auf irgendeine Spur von diesem Hopi-Dorf gestoßen. Kennst du jemanden, der sich mit der Geschichte dieses Dorfes gut auskennt? Lass mich überlegen. Ich weiß nicht, aber ich kann mir vorstellen, dass Sushi einige Dokumente ihres Ur-Urgroßvaters aufbewahrt hat, in denen etwas über das Hopi-Dorf erwähnt wurde. Ich glaube nicht, dass Rutger eine Ahnung davon hat, obwohl bei ihm weiß man eigentlich nie so genau. Und, naja, vielleicht weiß ja Mama Dorita etwas darüber. Die Geschichte, dass Douglasville Sushi gehört, ist doch wahr. Ja, ja, die ganze Stadt hat ihrem Ur-Urgroßvater gehört. Später wurde sie von Generation zu Generation weitergegeben, bis Sushi sie von ihrem Vater erbte. Ich habe Sushi in einem Chatroom im Internet kennengelernt. Wir waren uns sympathisch und bald darauf wurden wir Freunde. Als sie vorschlug, hierher zu ziehen, um im Einklang mit unserem kreativen Geist zu leben, habe ich es mir nicht zweimal überlegt. Ich habe Rutger noch nicht kennengelernt. Er ist unterwegs. Er wollte auf Expeditionen gehen und bestimmte Pflanzen und Wurzeln suchen. Wenn du ihn kennenlernst, wirst du schon sehen, der Typ ist genial. Er kam in unseren Schlupfwinkel, um sich ganz seiner Leidenschaft zu widmen, der Botanik. Was weißt du über Mama Dorita? Ich habe sie nur bei einer Gelegenheit gesehen. Nach vielen Bemühungen gab sie mir einen Termin, um feststellen zu können, ob sie mir bei meinem Inspirationsproblem helfen könnte. Es hat nicht funktioniert. Mangelnder Glaube, sagte sie mir. Wenn ich ehrlich sein soll, wüsste ich auch nicht, wie das Verspeisen einer in Kojotenhirn getauchten Spinne mein Problem hätte lösen können. Tja, andere Länder, andere Methoden. Das, woran du gerade arbeitest, sieht sehr interessant aus. Diese Skulptur? Ich kann dir versichern, dass sie nicht zu meinen besten Arbeiten gehört. In der letzten Zeit hat die Inspiration nachgelassen, weißt du? Mir kommen einfach keine Ideen mehr. Hör mal, das alte Hopi-Dorf, das ich suche... Ja. Weißt du von einem Indianer mit Hopi-Abstammung, der in dieser Gegend wohnen soll? Nein, von dem habe ich noch nie gehört. Obwohl, doch, warte mal. Ich erinnere mich daran, dass Rutger mir eines Tages erzählte, er sei mitten in der Wüste einem Hopi-Indianer begegnet. Er erzählte mir, dass der Indianer ein sehr alter Mann mit faltigem Gesicht war. Er versicherte Rutger, der letzte Hopi-Häuptling zu sein. Aber ehrlich gesagt, ich kenne Rutger und das Ganze könnte ja eine Fata Morgana gewesen sein. Das ganze Atelier ist beeindruckend. Ich sehe, dass du nicht nur Künstler bist, sondern auch Erfinder. Ja, ehrlich gesagt sehe ich mich gern als Leonardo da Vinci unseres Zeitalters. Ich mische Kunst und Wissenschaft in meinen Kreationen, weil beide Aspekte der Motor meines Lebens sind. Ich lasse dich arbeiten, Saturn. Bis bald. Okay. Gut, dann schauen wir uns das hier mal an. Ach, das ist eine Skulptur? Sieht aus wie ein Kalender. Sie hängt am Haken des Krans. Okay. Fangen wir mal an. Links. Was haben wir denn hier? Werkzeug. Meine Herren, ist wirklich vollständig. Ich weiß nicht, welche dieser Werkzeuge ich gebrauchen könnte. Also muss ich wahrscheinlich erst einen Hinweis bekommen, welches Werkzeug ich brauche. Wasserspender, kann ich den benutzen? Besser kein Wasser verschwenden. Okay.
Der Behälter ist ziemlich groß. Er muss ungefähr 200 Liter fassen können. Gut, mit Saturn reden will ich nicht. Was haben wir denn hier? Oh, eine Kransteuerung. Passiert da was? Damit kann man den Kran, der sich auf dem Hauptbalken des Spitzbodens befindet, bedienen. Ich wüsste nicht, was ich zurzeit damit soll. Okay, war ja ein Versuch. Weiß ja nie, was man da so auslöst. Was haben wir denn hier drüben? Er ist ziemlich groß und mindestens 5 Kilo schwer. Okay. Ist das denn hier ein Männchen? Ah, ist das nicht ein Katapult, das Ding hier? Für Farbeimer? Warte mal. Er ist Teil des Gerätes dort drüben. Vielleicht ist er eine Art Bremse. Werden wir gleich sehen. Nichts da. Eine innere Stimme sagt mir, dass ich Schwierigkeiten bekommen könnte. Nichts da. Ich weiß nicht, worum es sich handelt. Es könnte eine Art Hebelwaage sein. Oder vielleicht eine Karre, um schwere Sachen zu bewegen? Ehrlich gesagt bin ich mir nicht so sicher. Mal sehen, wie der Hebel funktioniert. Mist. Mann, was hast du gemacht? Du sollst meinen Katapult nicht anfassen. Es tut mir leid, ich wusste nicht, was es ist. Wenn du nicht weißt, worum es sich handelt, sollst du es auch nicht anfassen. Du hast mich um einen niegelnagelneuen Farbeimer gebracht. Verdammt sei die Stunde, in der ich dieses Katapult baute. Bitte sei nicht böse, mein Freund. Ich werde gar nichts mehr anfassen. Das hoffe ich. Oh, Backe, wir haben es voll in die Bank katapultiert. Gehen wir am besten gleich mal hin. Gehen wir mal auf Wolt. Gibt es hier noch was? Nee. Gehen wir mal hin zur Bank. Wer weiß, was da passiert ist. So, in Eastwood-Manier auch wieder aus dem Salon raus. Und zur Bank. Oh, man kann doppelt anklicken. Okay. Was fangen wir damit an? Zweifellos ist das der Farbeimer, den ich mit dem Katapult abgeschossen habe. Nein, ich würde mich mit Farbe vollschmieren. Außerdem ist die ganze Farbe ausgelaufen und Saturn wird es nichts nützen, wenn ich ihm den Eimer zurückgebe. Okay. Bringt gerade nichts. So, wo kommen wir denn noch hin? Ah, man kann auch in Richtung Lokomotive gehen. Das ist schön. Bei der Lokomotive vorbei. Stehen wir hier gleich nebenan. Mal sehen, was er da findet. Ich darf gar nicht daran denken, wie die Lokomotive alles hier zerstört hat. Am Tag, als sie alles mit sich riss, was ihr im Wege stand. Sieht einem Teppichboden sehr ähnlich, den ich vor ein paar Jahren geschenkt bekommen habe. Ja, er sieht fast genauso aus. Da ist der Schornstein. Links davon liegt das Rohr, durch das der Wassertank aufgefüllt wird. Und links davon, neben dem Führerhaus, befindet sich die Pfeife. So, dann müssen wir doch bestimmt hinterher irgendwas mit dem Holz machen und diese Lokomotive anschmeißen, obwohl sie nicht mehr fährt. Nehme ich doch mal an. Ich liebe diese riesigen Schornsteine der alten Dampfloks aus dem 19. Jahrhundert. Durch die Öffnung kommt das Wasser in den Tank. Einzige Wasser, was mir einfällt, ist beim Künstler in der Werkstatt. Ah, da kann man reingehen. Sie erzeugt beim Dampfablassen ein durchdringendes Geräusch. Sie war durch eine Art Schnur mit dem Führerhaus verbunden. Wenn der Maschinist sie pfeifen lassen wollte, zog er daran. Und hier ist... Okay, in die Richtung gehen. Und nix, ne? Außerhalb der Stadt geht's da. Nee, das werden wir erst ein bisschen später machen. Dann müssen wir vielleicht hinterher mal hin, hier nach der Lokomotive oder so. Ich könnte versuchen, durch das Loch im Dach hineinzukommen. Ja. Lieber klettere ich bis zum Querbalken und steige durch das Fenster ein. Wie auch immer du das machst, ist egal. Kletter mal.
Mal sehen, in welchem Zustand sich der Rest befindet. Das hier dürfte dann noch der, genau, Heizkessel sein. Da ist absolut kein Holz oder sonstiger Brennstoff mehr. Der Lokomotivführer hat die Lokomotive mit diesem Hebel in Bewegung gesetzt und zum Stillstand gebracht. Okay, das schmeißt das Ding irgendwie an. Hier haben wir Anzeigen. Ich weiß nicht, was die beiden kleineren an den Ecken anzeigen. Die beiden in der Mitte, die großen, zeigen... Mal sehen. Ja, der obere ist ein Druckanzeiger. Er zeigt den Druck im Kessel. Der untere zeigt den Wasserpegel. Ich nehme mal an, das müssen wir hinterher irgendwie anschmeißen. Das Rad, das Ventil, hat das noch eine Bedeutung? Mit diesem Ventil lässt sich der Kesseldruck erhöhen. Okay. Wenn da Wasser drin ist, genug Dampf, also richtig Hitze, dann kann man das ja mal gucken, ob wir das jetzt reinkriegen. Einverstanden. Die Holzscheite werden einen hervorragenden Brennstoff abgeben. Können. Aber das kommt bestimmt noch. So. Wenn ich richtig springe, kann ich wahrscheinlich das Fenster erreichen. Mach einfach. So, was haben wir denn hier noch? Das war der Salon. Wir können ja mal in diesen Schnapsladen gucken. Warum geht das nicht doppelt? Ah, vielleicht, wenn man einmal drin war, dass man es dann doppelt klicken kann. Und dann schlage ich vor, aus der Stadt zu gehen. Unmöglich. Man müsste die Bretter von der Tür entfernen. Okay, kommen wir sowieso nicht rein. Also, raus aus der Stadt. Dann... Was ist das? War da gerade was? Ah, da ist doch immer so ein... Geh in Richtung unbekannter Ort. Ja, machen wir mal. Huh. Das Haus ist mexikanischen Stils. Vor der Tür steht ein Riese. Ich weiß nicht. Mama, er scheint aufzupassen. Andererseits scheint er ein sympathischer Bursche zu sein. Ich gehe mal hin und sehe, ob ich Hilfe bekommen kann. Hey, Junge. Was machst du hier in der Gegend? Was willst du von Mama Dorita? Mama Dorita? Nichts. Ich suche die Ruinen eines Indianerdorfes. Ich weiß, dass es sich in dieser Gegend befindet. Übrigens, ich heiße Brian. Ein Indianerdorf? Ja, ein Hopi-Dorf, um genau zu sein. Hier in der Gegend sind die Ruinen von Douglasville. Und einer der Bewohner sieht aus wie ein Hippie. Nein, nein, da war ich schon. Douglasville ist nicht das Dorf, das ich suche. Aber trotzdem, danke. Ich habe noch nie von einem anderen verlassenen Dorf in der Region gehört, mein Freund. Glaubst du, dass Mama Dorita mir helfen könnte? Es tut mir leid, aber das bezweifle ich. Mama Dorita löst Probleme anderer Art. Probleme anderer Art? Ja, sie steht in Verbindung mit der anderen Seite. Mit der anderen Seite? Du meinst, dass sie mit den Toten redet, oder wie? Genau das. Sie beherrscht die Voodoo-Kunst, den Spiritismus und die Geister. Außerdem ist sie eine Heilerin. Ich würde sie trotzdem gern besuchen. Vielleicht kann sie mir bei der Sache mit dem Dorf doch helfen. Das geht nicht. Mama Dorita ist nicht zu sprechen. Such dir einen guten Archäologen, mein Freund. Werden wir wohl nicht reinkommen. Sieht ein bisschen zu stark für uns aus, der gute Mann. Haben wir hier irgendwas, das Schild? Außerdem ist da etwas unter Mama Doritas Namen gemalt. Kann es nicht genau erkennen. Ein Insekt oder sowas. War das nicht die Spinne im Kojotenhirn oder so? Ich glaube, das wäre nicht so gut. Nee, wirklich. Hat der hier was? Sie ist alt, scheint aber stark und stabil zu sein. Das halte ich für keine gute Idee. Ich weiß nicht, wozu es dient. Vielleicht hat Mama Dorita eine Katze und das ist ihr Näpfchen. Das könnte nützlich sein. Es ist aus Ton und ich würde alles darauf wetten, dass es handgemacht ist. Na gut, dann haben wir wenigstens eine Sache hier abgegriffen.
Dann haue ich erstmal wieder ab. Da war noch ein Fragezeichen. Ich glaube, hier ging es weg, ne? Hier noch was? Brunnen? Der Brunnen scheint lange nicht benutzt worden zu sein. Spring in den Brunnen? Ich bin nicht so verzweifelt, dass ich so etwas tun würde. Okay, nette Idee, aber... Gut, ich gehe mal hier. Was haben wir denn da? Wahnsinn! Der Krater ist ja riesig! Ja, da ist ein UFO gelandet. Wie schön! Da unten am Kraterrand zeltet jemand. Ich steige mal hinab und sehe nach, wer das ist. Na, wo sieht er den denn? Hallo? Ah, mein Freund. Hallo. Keine Chance. Ich kann Sie nicht dazu bringen, das Tor zu öffnen. Sie? Wer sind Sie? Na, Sie? Du weißt schon. Die Außerirdischen. Klar. Etwas anderes. Wer bist du und was machst du hier? Suchst du auch nach ihnen? Nein, und nochmals nein. Ich heiße Brian, und was ich suche, ist ein uraltes Indianerdorf. Brian? Weißt du, was der Name bedeutet? Eigentlich nicht. Also, was bedeutet er? Keine Ahnung, aber ich heiße Joshua, und der Name bedeutet Befreiung. Das gibt einem zu denken, oder? Ja, klar. Das ist sehr interessant. Ich weiß. Und jetzt, wenn ich darüber nachdenke... Ja, wahrscheinlich schicken sie dich her, um mir zu helfen, die Kontaktmaschine in Gang zu setzen. Ehrlich, mein Freund. Mich hat niemand geschickt. Dass es dir nicht bewusst ist, bedeutet nicht, dass sie dich nicht geschickt haben. Entweder irre ich mich gewaltig oder vor einigen Tagen hättest du nicht daran gedacht, dass du heute am Fuße dieses Kraters stehen wirst, nicht wahr? Gut, das ist wahr. Aber es hat nichts damit... Aha, es ist also wahr. Siehst du, das ist ihre Art. So machen sie das. Man sollte darüber nachdenken, nicht? Wow, Backe. So ein komischer Typ mit Aluhut und Knall. Du hast wirklich keine Ahnung, wo sich die Reste des Hopi-Dorfes... Du hast wirklich keine Ahnung, wo sich die Reste des Hopi-Dorfes befinden könnten? Das Indianerdorf? Nein, ich habe absolut keine Ahnung. Aber sobald ich in telepathischer Verbindung mit Trantor bin, kann ich ja fragen. Die Jungs kennen sich auf allen Gebieten aus. Ist Trantor der fremde Planet? Was hat dich zu diesem Krater verschlagen? Das ist kein gewöhnlicher Krater. Die Leute glauben aufs Wort, was ihnen diese unmöglichen Wissenschaftler erzählen. Dass der Krater aus einer Explosion stammt, die auf einen Meteoriteneinschlag von vor Abermillionen Jahren zurückzuführen ist. Ha! Dummes Zeug. Ich kenne die Wahrheit. Der Krater stammt aus der Landung eines trantorianischen Raumschiffs. Über das, worüber du mit mir nach meiner Ankunft geredet hast. Ja, was denn? Du sagtest, du willst ein Tor öffnen. Was hast du damit gemeint? Das Dimensionstor, das die Erde mit Trantor verbindet. Das hatten sie vor, als sie mit ihrem Raumschiff hier landeten. Sie haben auf hunderten von Planeten im ganzen Universum Dimensionstore als Durchgänge angebracht. Und das Tor der Erde ist genau da angebracht worden. Extra Sahne, nicht wahr? Eine Kontaktmaschine? Was ist das? Alles, was ich auf den Anhänger montiert habe, gehört dazu. Ich habe sie selbst gebaut und ihr den Namen Kontaktmaschine gegeben, weil ich mit ihr das Dimensionstor zu öffnen gedenke, um in physischen Kontakt mit den Trantorianern zu treten. Sie ist ein kosmischer Sender. Warum läuft deine Maschine nicht? Ist sie etwa kaputt? Ja, nachdem ich hier angekommen war und alles montiert hatte. Verdammtes Pech! Ich hatte gerade ein paar Stunden gearbeitet, als mir die Energie ausging und die Maschine aufhörte zu laufen. Ich habe die Abdeckung des Laufrades entfernt und die Batterie, die alles antreibt, untersucht. Aber ich finde den Fehler nicht. Die Batterie scheint in Ordnung zu sein. Ich verstehe nicht, was hier los ist. Teufel nochmal! Ich weiß nur, wenn sich das Laufrad nicht dreht, fließt kein Strom. Und ohne Strom ist die Maschine nichts weiter als ein Haufen Müll. Wie kann ich dir dabei helfen, die Kontaktmaschine zum Laufen zu bringen? Ich bin mir nicht sicher. Die Sache ist die, wir brauchen Strom für die Maschine. Und der wird von dem rotierenden Laufrad erzeugt. Wie funktioniert die Maschine genau?
Grundsätzlich ist die Maschine nichts weiter als ein Verstärker, der Laute in einer bestimmten Frequenz erzeugt. Sie verfügt über eine aus 7 Tasten bestehende Klaviatur. Die Tasten entsprechen den 7 Musiknoten. Durch meine telepathischen Kontakte habe ich erfahren, wie das Dimensionstor aktiviert wird. Man muss eine 5-Noten-Kombination auf einer Frequenz spielen, die mir mitgeteilt wurde. Ist das nicht stark? Ja, ist klar. Wozu dient das Lichtpanel hinter dir? Jedes Licht entspricht einer bestimmten Musiknote. Wenn die Note gespielt wird, brennt das entsprechende Licht. Dienen, regelrecht zu etwas dienen, tut dieses Lichtpanel eigentlich nicht. Streng genommen wird es nicht benötigt, um das Dimensionstor zu öffnen. Aber ich habe etwas Ähnliches in einem Film gesehen und es schien mir, dass die Kontaktmaschine damit richtig nett aussehen würde. Wozu benutzt man das merkwürdige Ding, das du auf dem Kopf hast? Ein telepathischer Helm? Er vervielfacht, besser gesagt, potenziert telepathische Impulse. Dadurch wird die menschliche telepathische Fähigkeit 1000 oder 3000 Mal stärker. Ich benutze ihn, um mit Trantor zu kommunizieren. Man muss sehr vorsichtig sein, wenn man ihn aufhat. Du läufst Gefahr, verrückt zu werden, weil dir eine Menge diffuser Ideen durch den Kopf schießen. Es sind telepathische Nachrichten, die Tausende von Menschen ständig unbewusst senden. Glücklicherweise kann ich die telepathischen Nachrichten aus Trantor deutlich von den anderen unterscheiden. Nur deshalb bin ich nicht in Gefahr, verrückt zu werden. Ich überlasse dich jetzt deinen Gedanken. Wir reden ein andermal weiter. Wie du möchtest, mein Freund. Puh, ist der Typ anstrengend. Ich glaube, hier gibt es sonst nichts. Schöne Klapperkiste. Weil hier ja nichts funktioniert. Also müssen wir mal gucken, ob wir woanders was finden, damit wir das Ganze hier zum Funktionieren bringen. Oder vielleicht müssen wir das auch gar nicht. Das ist eine Enduro, ein Geländemotorrad. Damit kann man überall durchfahren. Da gibt's nichts. Das ist ein etwas älteres Modell. Heutzutage benutzt man vor allem die Igloo-Form. Ich glaube nicht, dass es Joshua gefallen wird, wenn ich sein Zelt betrete. Und ehrlich gesagt, möchte ich nicht, dass so ein verrückter Typ durchdreht. Dann auf zu dem verlassenen Bergwerk. Oh, verdammtes Bergwerk. Es hat Gina umgebracht. Gerade jetzt, als ich anfing, sie... Besser, ich denke nicht daran. Ich muss mich konzentrieren, um dieses große Rätsel zu lösen. Ich schulde es Gina. Wenn ich den Felsen vom Eingang bewegen könnte, würde ich gewiss das Hopi-Dorf durch das Bergwerk erreichen. So, gucken wir mal, ob hier irgendwas ist. Sie hat einen alten Antrieb und wird von Hand gelenkt. Leider hat sie ein kaputtes Rad. So kann ich sie nicht benutzen. Mit dem kaputten Rad werde ich sie nicht bewegen können. Wir brauchen also ein neues Rad. Gut. Ich vermute, dass man sie benutzt hat, um das Werkzeug für die Bergleute zu deponieren. Aber jetzt ist sie leer. Gut, leere Kiste bringt auch nichts. Es ist durch einen riesigen Felsen versperrt, ja, den man vor den Eingang gerollt hat. Das wissen wir inzwischen, sonst ist hier nichts. Das hier hinten auch nicht. Schubkarre auch nicht. Oh, Kanne. Ich glaube, das könnte eine Ölkanne sein. Sie ist etwas schwer, aber ich kann sie vielleicht gebrauchen. Die muss man bestimmt irgendwo bei der Lok einsetzen. Na gut, nun denn, ist ja schon wieder ziemlich viel Zeit rum. Ich beende die Folge an dieser Stelle, werde dann mal schauen, ob ich mit den neu gefundenen Gegenständen in der Stadt was machen kann. Vielleicht kann ich im Nachhinein ja auch mit den Leuten, die ich da getroffen habe, nochmal reden, dass die mir neue Tipps irgendwie geben. Und dann hoffe ich, dass ihr wieder dabei seid, jetzt ein bisschen Spaß hattet und dann schauen wir mal. Bis zum nächsten Mal einfach. Bis dahin, alles Gute und gesund bleiben. Tschüss.